Mindbender erschien früh im Gameboy-Lebenszyklus 1991 und wurde von Gremlin Interactive entwickelt und auch veröffentlicht. In diesem Puzzlespiel geht es um die beliebteste Version von Licht, Laser. Der hat einen Anfangspunkt und ihr müsst ihn nun so manipulieren, dass er im Ziel ankommt. Das macht ihr meistens mit Spiegeln, die ihr per Knopfdruck im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen könnt. Aber auch andere Hindernisse wie Blöcke oder reflektierende Glaskugeln gibt es. Der größte Gegner bei der Grenzgeschichte ist jedoch das Zeitlimit. Das ist nämlich teilweise echt knapp bemessen. Dafür gibt es aber drei Schwierigkeitsgrade und ein Passwortsystem, womit man also nicht alles auf einmal durchzocken muss. Und das ist auch gut so, denn es gibt viele, viele Level zu bewältigen. Brainbender ist an sich ein nettes Spiel mit einem zeitlosen Spielprinzip. Für eine kurze Runde zwischendurch absolut in Ordnung, aber nichts, was euch jetzt ewig fesseln wird. Wenn ihr das Modul mal günstig kriegen solltet, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Turbo-Test zu Brainbender für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was er tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.